Freunden. Gibt man ein Küsschen, aber auch allein lässt es sich manchmal richtig geil abfeiern. Wir freuen uns auf das Sachsen-Anhalt-Duell. Setzt der 1. FC Magdeburg seinen Durchmarsch in Richtung 2. Liga fort? Oder kann der Hallische FC dem Drittliga-Primus ein Bein stellen? Und damit hallo und herzlich willkommen zum Spio-Frühstück. Wir wollen ja jeden Montag mit Ihnen sportlich in den Tag starten. Und heute mit folgenden Gästen an meiner Seite. Zum einen mein lieber Bild-Kollege Sten Hornig. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Sabrina. Danke für die Einladung. Gerne. Zuständig bist du ja für den Sport in Sachsen-Anhalt. Das heißt, die Feder, die läuft heiß diese Woche? Definitiv. Also wir sind heiß auf das Derby und haben schon schöne Geschichten im Hinterkopf, die wir die Woche auch umsetzen werden. Also ich denke mal, es wird eine lustige Woche. Da sind wir natürlich gespannt, was wir bei euch in der Zeitung lesen werden. Und zugeschaltet sind uns die beiden Kapitäne vom HFC und vom FCM. Zum einen Jonas Niedfeld und zum anderen Tobias Müller. Einen wunderschönen guten Morgen auch nach Halle und Magdeburg. Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir wollen beginnen mit einem ganz kleinen Warm-up. Es ist ja noch früh am Morgen und so eine kleine Aufwärmphase, die könnte ja ganz gut tun. Deswegen eine Schnellfragerunde mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Und wir starten mit Tobias Müller. 3 FCM-Niederlagen in Folge in Liga 3 gegen den HFC. Machen Sie nicht verrückt, weil? Wir, glaube ich, einen ganz guten Matchplan haben für das kommende Wochenende. Und dass Superstürmer Terence Boyd nicht mehr dabei ist? Für mich persönlich gut, wenn ich ans Hinspiel denke. Jonas, auf der anderen Seite, die Zauberzwerge des FCM, die sind wie zu stoppen? So wie wir es im Hinspiel auch gemacht haben. Und Tobias Müller wird Ihnen nach dem Spiel was sagen? Alles Gute für die kommenden Spiele. Werden Sie das sagen, Arne Jonas, zu mir? Mit Sicherheit, ja. Sehr gut. Also dann müssen wir die Mikros auf Ihnen richten, danach ab. Denn der HFC zuletzt ja trotz dieses kleinen Dämpfers am Wochenende gegen den Aufstiegsaspiranten Waldhof Mannheim ja im Aufschwung unter dem neuen Trainer André Meyer. Dennoch 64 Punkte, da können wir auch mal ganz kurz hier auf die Tabelle in der Sport im Osten-App dann gleich gucken an diese Mats. Gegen 32 Punkte können die Rollen eigentlich noch klarer verteilt sein aktuell? Also wenn eine Mannschaft doppelt so viele Punkte hat wie die andere Mannschaft, hast du schon recht, also die Rollen klarer geht es eigentlich gar nicht. Aber 5 oder 3 Euro ins Phrasenschwein, das Derby hat seine eigenen Gesetze und das wurde ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass nicht die Mannschaft, die den Superlauf hat, dann zwingend auch der Sieger sein muss. Also im Derby würde ich jetzt mal sehen, also so die klaren Rollen wie in anderen Spielen sind es definitiv nicht. Ja. Jonas, das wird auch ganz entscheidend für ja, diesen Aufschwung der HFC mit ihm auf einer Euphoriewelle geritten. 4 Partien mit Ihnen in Folge zu 0 gespielt. Am Samstag haben Sie ja gefehlt und die Bild-Zeitung, die rätselt heute oder sagt, legt sich fest, Niedfeld fehlt auch gegen Viktoria am kommenden Mittwoch wegen, glaube ich, Adduktorenproblemen. Wie sieht es da aktuell bei Ihnen aus? Wie fit können Sie für den Samstag sein? Geht man da vielleicht auch über seine Grenzen, weil dieses Spiel halt besonderer ist als vielleicht andere? Ja, also erstmal steht es noch nicht fest, dass ich Mittwoch nicht spielen kann. Also ich gebe natürlich alles dafür, dass es auch am Mittwoch schon klappt, aber wir müssen einfach mal schauen von Tag zu Tag. Und klar, also so ein Spiel wie am Samstag will jeder Spieler miterleben, will jeder machen und ja, deswegen ist es natürlich mein absolutes Ziel, da auf dem Platz zu stehen, aber wenn es jetzt medizinisch da kein Okay gibt, dann würde ich auch nicht sagen, ich spiele jetzt und riskiere da eine größere Verletzung, also so weit geht es nicht, aber trotzdem ist es natürlich ein Riesending und ich will unbedingt da auf dem Platz stehen. Die Bild-Zeitung hat ja trotzdem wahrscheinlich beim Verein nachgefragt, um mal ganz kurz eure Rechtfertigungen einzuholen. Definitiv. Also wir stehen ja immer mit dem Verein noch in Kontakt. Und wie Jonas jetzt sagt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt vielleicht noch nicht bei 100%. Aber wenn die Tendenz schon daraus zeigt, kann man sich dann natürlich auch schon mal sein eigenes Bild machen und dann vermuten, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass er am Mittwoch fehlt. Auch mit Blick auf das Derby am Wochenende, weil das ist vielleicht dann auch gerade für den Verein als Prestige nochmal eine
eine andere Rolle, auch wenn es nur 3 Punkte gibt. Ja, Tobias, Sie sind ja im Sommer 2018 vom HFC zum FCM gewechselt, haben sich da hochgekämpft und anfangs gar nicht so im Fokus, haben Sie dann allerdings noch die Kapitänsbinde von Christian Beck übernommen. Aber alle Sachsen-Anhalt-Duelle im HFC-Trikot gegen den FCM haben Sie verloren. Denkt man da, okay, dann wechsle ich einfach auf die andere Seite? Nee, also es war natürlich nach dem Wechsel nach Magdeburg auch erstmal so ein bisschen eine unruhige Zeit. Es lag daran, dass ich den Sprung in die zweite Liga machen wollte und der in Magdeburg zu dem Zeitpunkt möglich war. Und ja, die Bilanz, glaube ich, in den Derbys oder in diesen Spielen sind nicht so besonders. Ich glaube, da wäre es fast am besten, wenn ich eigentlich gar nicht auf dem Platz stehe am Samstag. Aber nee, ich hoffe mal, dass es sich vielleicht dann einfach jetzt dann auch mal dreht, das Ganze, und wir das Ligaspiel dann auch für uns entscheiden können. Wir können mal auf Ihre letzten Spiele schauen mit dem FCM, diesmal gegen den HFC. Da haben wir einen Sieg, der schon lange her ist, 2019, ein Unentschieden und 3 Niederlagen. Sie haben es ja gerade gesagt, es wäre besser, wenn Sie nicht auf dem Platz stehen. Liegt das denn wirklich an Ihnen? Na, also ich glaube, dass wir im Hinspiel, das waren eigentlich schon immer enge Partien, also auch im Hinspiel denke ich, dass wir das Ganze so ein bisschen aus unserer Hand gegeben haben, nachdem wir eigentlich dann auch in Halle 1-0 in Führung gehen. Und ja, da waren wir in dem Spiel einfach ein Stück weit auch naiv, haben zu einfach Gegentore bekommen. Da hänge ich dann in dem einen Tor auch mit drin. Und ich denke dennoch, dass der FCM auch mit mir dieses Spiel gewinnen kann. Stan, wie wichtig ist Tobias Müller aktuell für den ersten FC Magdeburg? Also immens wichtig. Also als Leitwolf, ich habe am Anfang der Saison mal geschrieben, dass er vom Chefchen zum Chef geworden ist. Also er ist wirklich als Anführer wichtig. Und gerade in der Abwehr, wenn Tobi nicht da ist, klar kommen andere Spieler rein, die auch ihn diese Saison sehr gut vertreten haben. Aber wenn Tobi fehlt, ist trotzdem ein anderes Gefühl, auch auf der Tribüne. Deswegen würde ich sagen, Tobi ist definitiv wichtig. Und er hat auch schon mitgeteilt, dass er auch abseits des Platzes, er auch ein guter Vermittler in der Mannschaft ist und denke ich mal, deswegen auch für den FCM so immens eine Rolle spielt. Wichtig natürlich auf der anderen Seite Jonas Niedfeld, auch für den Halleschen FC. Und Jonas, wissen Sie noch, wann Sie zum Kapitän gewählt worden sind? Das genaue Datum nicht, aber es war kurz vorm Saisonauftakt 2021, also kurz vorm Derby gegen den FCM. Genau, ich habe es gestern nochmal rausgesucht. 13.09.2020, Ernennung zum Kapitän, 6 Tage später gleich in Magdeburg gestartet. Und seitdem ist Ihre Weste lupenrein gegen den Verein aus dem Norden in Liga 3. Können Sie sich da jetzt einfach zurücklehnen und sagen, okay, solange ich auflaufe als Kapitän vom Halleschen FC, kann ja gar nichts schieflaufen. Ja, so einfach wird es mit Sicherheit nicht. Das haben die Spiele ja auch gezeigt, die immer extrem eng waren. Und im Landespokal haben wir ja auch das Entscheidungsspiel, wer da dann in den DFB-Pokal einzieht, verloren mit 3-2. Von daher weiß ich, dass man da auf der Hut sein muss und es auch schnell in die andere Richtung gehen kann. Warum läuft es aber in der Liga aktuell so gut, wenn es gegen Magdeburg geht? Ich glaube, diese einzelnen Spiele sind da immer schwer zu bewerten, warum es dann gerade da gut läuft. Ich denke, momentan sind wir einfach in einer guten Verfassung, haben gutes Selbstvertrauen aufgebaut und wollen das dann natürlich auch jetzt erstmal gegen Viktoria fortführen und dann auch im Derby. Was werden Sie denn Ihrer Mannschaft am Samstag mit auf den Weg geben, wenn Sie auf den Rasen treten? Ich meine, die Hütte, die wird relativ voll sein, 22.500 Zuschauer, glaube ich, sind zugelassen. Die Karten sind auch bis jetzt schon heiß begehrt. Und es gab ja viele Jahre nicht mehr, dass man vor so vollen Rängen gespielt hat. Ich glaube, so viel muss man da gar nicht mehr sagen. Wenn man in so ein Stadion dann einläuft und die Kulisse damit erlebt, da brennt jeder, da weiß jeder, jetzt geht's los, jetzt muss ich heiß sein und alles reinhauen. Und deswegen werde ich da noch ein paar kurze Worte an die Mannschaft richten, aber das muss dann nichts Motivierendes mehr sein. Ich glaube, da ist jeder dann schon voll im Modus. Denn diese Duelle, die zeigen ja auch immer, dass gerade auch was Zweikämpfe und die Brisanz auf dem Feld angeht, dass sie dann doch schon eher härter geführt werden. Wie erlebt man als Reporter
diese Spiele? Als Spiel generell finde ich erstmal die Fans, was du sagst, die Fans sind einfach immens wichtig. Also von den Choreografien hin bei so einem Derby wird sich ja manchmal nochmal ein bisschen mehr aus überlegt, bis hin wirklich zu den Prestigespielen. Und das bei uns, glaube ich, auch als Reporter. Also wir sind zwar neutral, aber ich mache zum Beispiel Cover den FCM hauptsächlich für die Bildzeitung, mein Kollege den HFC. Und da wird sich auch mal gegenseitig geneckt, dass man sagt, okay, dementsprechend ist das auch wichtig. Wer hat jetzt die Überhand im Büro? Beziehungsweise auch. Na, da war es ja nicht so gut bestellt bei dir in den letzten Jahren. Damals, wo ich den HFC gemacht habe. Jetzt mit dem FCM kann ich, glaube ich, gut lachen gerade. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wer die Überhand dann haben sollte nach dem Samstag. Wir wollen aber nochmal auf das Hinspiel schauen. Tobias Müller hat es ja schon angesprochen. Das war relativ verrückt. Christian Tietz erstes und einziges Spiel bisher in Liga 3 gegen den HFC. Normalerweise, Tobias, ist ja ihre Defensive sehr stabil, muss man sagen. Sie kassieren 0,93 Treffer pro Spiel. In Halle allerdings 3. Wie geht Christian Tietz jetzt mit solchen Spielen um? Motiviert das ihn? Ärgert das ihn? Wie können wir uns das eins vorstellen? Ja, also er trichtert uns schon ein, dass wir natürlich Gegentore hassen. Dass wir natürlich jetzt auch, selbst in dem Spiel jetzt gegen Würzburg, zwei Gegentore bekommen haben, die nicht nötig waren. Und ja, da gilt es für uns immer wieder, halt wachsam zu sein, da auch weiterhin, sag ich mal, diese Gier haben, die Null zu halten in den Spielen. Und da tut es natürlich weh, wenn du in einem Auswärtsspiel drei Gegentore kriegst, ob das jetzt gegen Halle ist oder ob das gegen einen anderen Gegner ist, das spielt dann keine Rolle. Und deshalb wird wahrscheinlich in der Trainingswoche, gerade diese Woche, da das Thema auch nochmal sein, wie wir dann auch gegen den Ball arbeiten werden. Wie behandeln Sie da Ihr eigenes Stellungsspiel? Sie haben es gerade angesprochen, gegen Würzburg gab es da so eine Szene, die zu einem Gegentreffer führte, wo Sie jetzt nicht ganz so glücklich aussehen? Bei welchem Tor jetzt genau? Also beim 2-4. Genau. Genau. Ja, also ich denke, da verlieren wir in der Vorwärtsbewegung den Ball und können dann die seitliche Eingabe nicht verhindern und verlieren dann auch das Duell und dann kam es zu dem Gegentor. Ja, da ist es einfach so, dass man diese Situation wachsam ist und da können wir uns diese Woche dann auch nochmal im Training drauf besinnen. Im letzten Spiel sind 5 Tore gefallen, im letzten Pokalspiel oder diesem Qualifikationsspiel für den DFB-Pokal auch 5. Ist Ähnliches zu erwarten, dass es wieder relativ torreich wird am Samstag? Würde ich zumindest nicht ausschließen, weil defensiv hat der FCM manchmal gezeigt, dass er da wackelig sein kann. Es kann natürlich auch sein, der FCM, Jonas nicht böse gemeint, aber der FCM, wenn er einmal in Rausch kommt und in den Flow kommt, zerlegt einfach den HFC, weil es dann einfach mal rollt. Deswegen kann es allein schon viele Tore durch die super Offensive geben. Aber der HFC hat zuletzt ja auch gezeigt, dass er defensiv hinten sehr sicher steht. Und es könnte theoretisch auch nur ein 1-0 geben, weil einfach einer mal Mann des Spiels wird. Also ja, ist offen. Okay. Jonas, gegen Mannheim gab es ja jetzt am Samstag diese ärgerliche Niederlage, trotz der Führung zunächst durch Scherbakowski. Wie wird André Meyer jetzt in dieser Woche mit Ihnen arbeiten? Weil so leicht ist es ja nicht, weil Sie ja, wie gesagt, Mittwoch ja noch ein Spiel vor der Brust haben. Ja, so viel Training wird es da jetzt gar nicht geben. Wir werden natürlich das Spiel noch analysieren gegen Mannheim und dann schon den Matchplan gegen Viktoria vermittelt bekommen. Und das Spiel ist erstmal höchste Priorität für uns, dass wir da die 3 Punkte holen. Das ist ganz wichtig gegen so einen Gegner, der auch unten mit drin steht. Und ja, danach wird dann das Spiel kurz analysiert und dann geht es schon Richtung Magdeburg. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Da werden nicht mehr so viele lange Trainingseinheiten folgen, sondern ja, wir werden auf die Spiele eingestellt und gehen dann in die Spiele. Aber das ist ja auch geil, wenn man dreimal die Woche spielen kann. Das ist, glaube ich, das, was jeder Fußballer am liebsten macht. Besser als zigmal zu trainieren.
Auf jeden Fall. Was hat denn André Meyer geändert zu Florian Schnurrenberg, dass es jetzt dann doch noch mal ein bisschen anders oder besser läuft beim Halleschen FC? Ja, wir spielen auf jeden Fall ein ganz anderes System erstmal und wir versuchen das Ganze auch mutiger zu machen, mehr Ballbesitz zu haben, den Gegner früher zu attackieren und so das Spiel auch von unserem Tor wegzuhalten. Und ja, man muss einfach extrem mutig sein, wenn man so spielt. Und das haben wir geschafft in den letzten Wochen und ja, an dieser Entwicklung wollen wir jetzt aber auch festhalten und eine Konstanz reinkriegen und nicht dann so wie in den letzten Jahren immer mal eine sehr gute Phase haben, dann wieder einbrechen. Das muss einfach das Ziel sein, in Halle jetzt mal eine Konstanz über mehrere Wochen, Monate hinzubekommen und dann möglichst auch in der nächsten Saison da wieder anzuknüpfen. Genau, und wenn die Konstanz dann eingekehrt ist, ist der Klassenerhalt ja dann auch nur noch Formsache, ist denn unter Trainer André Meyer 1,43 Punkte im Schnitt geholt. Wie schätzt du aktuell die Situation an der Saale ein? Also das, was Jonas schon sagt, also grundsätzlich, wenn die Konstanz kommt, die letzte Saison dann auch beim FCM mit Christian Tietz kommt, dann braucht man sich, glaube ich, um den Klassenerhalt wirklich keine Sorge machen. Was man aber sagen muss, jetzt gab es die Niederlage gegen Mannheim. Wenn jetzt gegen Viktoria es wieder nicht erfolgreich sein könnte, dann steht man schon wieder gegen den FCM unter Druck, sodass dann halt auch wieder eine schwierige Phase sein könnte. Also ich denke mal, dieses Spiel am Mittwoch ist wirklich immens wichtig von der Bedeutung, auch mit Blick aufs Derby, in welcher Lage geht dann der HFC ins Spiel. Ist er jetzt befreit, weil man sagt, man ist jetzt aus dieser Krise raus, oder steht man vielleicht schon wieder mit dem Rücken zur Wand, weil Viktoria rangerückt ist und am Wochenende mit dem Tabellenführer ein Gegner vor der Brust ist, der jetzt auch anderen Mannschaften ja das Leben schon sehr, sehr schwer gemacht hat. Ja, relativ drucklos zieht natürlich Tabellenführer Magdeburg so seine einsamen Kreise da ganz oben an der Spitze. Und Tobias Müller, Sie können ja noch extrem viele Rekorde knacken in dieser dritten Liga. Sie können auch die meisten Punkte holen, da wären 85 zu knacken. Sie können auch die meisten Tore holen. 90 Treffer von Paderborn sind da zu besiegen. Die meisten Siege einfahren, da wäre noch das Härteteam von 2017-18 an der Spitze mit 27 Siegen. Auf welchen Rekord wären Sie denn am meisten scharf? Ja, also ich wusste jetzt nicht, dass wir solche Rekorde knacken können, aber dann würde ich auf jeden Fall den Punkterekord nehmen. Wir merken ja auch Woche für Woche, wie schwer es ist, diese Spiele dann zu gewinnen. Ich glaube, das ist das Schwierigste im Fußballspiele, im Endeffekt für sich zu entscheiden, weil da gerade in der dritten Liga auch Kleinigkeiten entscheiden. Und ja, momentan ist vielleicht auch dieses Quäntchen Glück, aber auch diese Überzeugung, diese Selbstverständlichkeit da, dass wir die Spiele für uns ziehen. Und ja, wir beschäftigen uns jetzt nicht großartig mit den Rekorden, die wir da vielleicht aufstellen können, sondern wollen einfach diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, den wollen wir weitergehen. Wir wollen die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen wir auf den Platz kriegen. Und wenn wir das schaffen, dann ist es momentan schon schwer, ja, uns zu schlagen. Die Bild-Zeitung, die titelt heute: Artig wird zum Rekordjäger. Es ist ja aber nicht nur Artig, der ja die Tore schießt, sondern auch ein Djika, ein Kondé, ein Kati immer ganz vorne mit dabei sind. Tobias Müller allerdings taucht bisher nur ein einziges Mal auf in der Torstatistik. Und vor 2 Jahren, Tobias, da sah es ja anders aus, da haben sie 4 Tore geschossen. Meinen Sie, Sie können da noch was drauflegen auf dieses Tor in Duisburg? Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich da noch ein Tor nachlegen kann. Ich denke, dass es aber von mir noch nie die große Stärke war, dass ich da in der Torschützenliste irgendwie auftauche. Ich glaube, das eine Jahr war dann echt eine Ausnahme, dass ich da viermal richtig stand. Und dementsprechend wäre es natürlich schön, ein Tor zu erzielen, ist immer schön. Aber die Prämisse liegt dann als Defensivspieler schon eher, dass man seine Aufgaben im Defensivbereich gut erledigt und damit der Mannschaft dann weiterhilft. Ja, und auch Jonas Niedfeld hat natürlich bisher ein Tor vorzuweisen. Ich weiß, es ist primär gar nicht ihre Aufgabe, Tore zu schießen, sondern eher zu verhindern. Dennoch gegen Meppen, ich glaube, am ersten Spieltag war es, ist schon etwas länger her, ne, Jonas? Ja, in der Zwischenzeit gab es schon so ein paar Situationen, wo dann nochmal auf der Linie erklärt wurde oder eins hat, glaube ich, auch wegen Abseits nicht gezählt. Also es hätten schon zwei, drei mehr sein können, aber gut, es ist wie gesagt nicht die primäre Aufgabe, von daher ist jetzt auch nichts, was mich großartig beschäftigt.
Löst es aber in Ihnen dann gar keine Glücksgefühle aus, wenn Sie ein Tor schießen? Lässt Sie das komplett kalt? Doch, natürlich. Ja, ich glaube, in dem Jubel nach dem Tor gegen Meppen hat man auch gesehen, wie befreiend oder wie wichtig so ein Tor für einen ist, wie viel Spaß es einfach macht. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn es bald mal wieder passiert. Stan, was denkst du, wer von beiden wird noch wie viele Tore schießen? Also ich glaube, beide wären erstmal glücklich, wenn der FCM aufsteigt und der HFC die Klasse hält und am Ende ist dann egal, wer die Tore schießt. Aber von der Tendenz, einfach von den Grundlagen, müsste man ja eigentlich sagen, wäre Jonas der Prädestiniertere, weil als er zum HFC gekommen ist, da war er ja noch Angreifer und wurde als Angreifer verpflichtet. Das heißt, er ist es vielleicht eher der geborene Angreifer, aber sage ich mal, vielleicht Tobi macht mindestens noch eins und Jonas auch. Da sind wir alle, glaube ich, glücklich. Aber Jonas, der FCM muss ja jetzt keine Sorgen machen, dass André Meyer vielleicht nochmal eine Umstellung macht für Samstag und sie vorne einsetzt. Da kann ich noch nichts zu sagen, nee. Nein, also ich denke, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Ich fühle mich da auch sehr wohl, wo ich momentan eingesetzt werde. Sehr gut. Wir haben ja schon viel gesprochen über diesen letzten vergangenen Sieg vom FCM gegen den Halleschen FC in Liga 3. Der war 2019. Tobias, wissen Sie denn noch, wer da der Siegtorschütze war? Ja, das weiß ich. War, glaube ich, ein 1-0-Erfolg zu Hause und Torschütze Sören Bertram. Richtig, 44. Minute. Fehlt er Ihnen denn im Team? Ja, also ich habe mich natürlich definitiv gut mit ihm verstanden, gerade auch in der Freizeit viel zusammen unternommen. Und da ist es dann schon ein Stück weit, dass er einem fehlt. Dennoch hoffe ich für ihn, dass er in Osnabrück auch glücklich ist, dass er da auch wieder mehr Spielzeit dann bekommt. Und wir sind ja so auch noch im ständigen eigentlich Austausch dann auch. Genau, Sie können sich natürlich auch austauschen über Ihre beiden Kinder, die frisch auf die Welt gekommen sind. Da kann man sich, glaube ich, auch gegenseitig auf jeden Fall unterstützen. Wir werden gleich Sören Bertram auch dazu holen in unsere Runde und vorher aber natürlich noch Jonas Niedfeld und Tobias Müller verabschieden mit der Frage in einem Satz, was erwarten Sie für dieses Spiel am Samstag, das Sachsen-Anhalt-Duell? Jonas fängt an. Es wird ein sehr hitziges Duell, in dem beide Mannschaften auf jeden Fall auf Sieg spielen werden. Tobias? Also ich denke, dass es wieder sehr eng wird, dass es Kleinigkeiten sind, die dieses Spiel entscheiden werden. Und wir wollen natürlich von Minute 1 die Fans auch auf unsere Seite bekommen, um dann im Endeffekt die 3 Punkte in Magdeburg zu behalten und als Sieger vom Platz zu gehen. Dann herzlichen Dank, Tobias Müller nach Magdeburg. Herzlichen Dank, Jonas Niedfeld nach Halle. Schön, dass Sie so früh mit uns heute aufgestanden sind. Und schönes Frühstücken an Tobias Müller und schönes Training an Jonas Niedfeld. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Bitteschön. Ciao. Schönen Tag noch. Ciao. Stan, beide gut drauf, ja? Definitiv. Also es gibt ja gerade auch wenig Grund, schlecht gelaunt zu sein, abgesehen jetzt von der Niederlage beim HFC am Wochenende. Aber dadurch, dass, was du ja vorhin sagtest, schon, dass die Tendenz ja in die richtige Richtung zeigt, brauchen wir uns da eigentlich jetzt bei beiden auch jetzt nicht wundern, dass sie so gut gelaunt sind. So, und wir wollen natürlich, wie schon angekündigt, Sören Bertram dazu holen. Der ist ja aktuell auf Aufstiegskurs mit dem VfL Osnabrück, hat auch gute Chancen. Ich würde sogar tippen, er schafft es auf den Relegationsaufstiegsplatz. Und ich versuche ihn gerade mal anzurufen. Die Verbindung, die steht auch schon gut. So, puff. Nein. Doch. So. Hallo Sören, hören wir uns? Guten Morgen, ja, ich höre dich, ja. Sehr schön. Guten Morgen, Sören. Sehr schön. Warum wir Sören Bertram natürlich dazu geholt haben, liegt auf der Hand. 101 Spiele für Halle, 24 Tore, 67 Spiele für Magdeburg, 14 Tore für den FCM. Und die große Frage, Sören Bertram, wer gewinnt denn am Samstag?
Ja, also ich glaube, dass der FCM schon der klare Favorit ist. Die spielen eine super Saison, oder gerade seitdem Christian Tietz da ist, spielen sie eine super Rolle. Und der HFC hat am Mittwoch noch ein schweres Spiel. Und das wird, glaube ich, auch nicht so einfach wegzustecken sein. Von daher glaube ich, dass der FCM der klare Favorit ist. Klar haben Sie mit Osnabrück Ihre eigenen Aufgaben momentan zu erfüllen. Sie sind mittendrin in diesem Aufstiegsrennen in Liga 3. Dennoch werden Sie auch mit so einem halben Auge auf dieses Sachsen-Anhalt-Duell schauen am Samstag? Wird mir leider nicht möglich sein, weil wir selber gegen Kaiserslautern spielen. Auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns. Aber ansonsten hätte ich natürlich beim MDR eingeschaltet. Gerade das... Das Duell Magdeburg gegen Halle ist natürlich immer sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was es da zu geben wird. Ich werde es mir danach wahrscheinlich bei Sport im Osten angucken und dann mal schauen, was dabei rausgekommen ist. Ja, sehr gut. Wir haben extra Sören Bertram nochmal aktiviert, damit die Leute auch nochmal wissen, wann das Spiel übertragen wird, nämlich live, natürlich 14 Uhr am Samstag bei Sport im Osten. Das ist ganz klar. Mein Kollege Tom Schönemann wird im Stadion sein. Sören, während der FCM ja die vergangenen Saisons eher so das strauchende Team war in Liga 3, Sie haben es ja auch selber noch miterlebt, dieser Kampf gegen den für den Klassenerhalt, war es dieses Jahr der HFC, der sich relativ schwer getan hat. Hat Sie das überrascht? Boah, schwere Frage. Also ich habe nicht mehr so viel Kontakt zu Halle, ich habe es auch nicht ganz so verfolgt. Natürlich ist es jetzt auch mit dem Abgang von Terence Boyd, glaube ich, nochmal schwerer geworden. Der Elias Huth hat sich aber, glaube ich, auch ganz gut eingefügt. Jetzt hatten sie ja nach dem Trainerwechsel auch eine ganz gute Phase mit 3 Siegen. Und ich glaube, dass es am Ende so aussehen wird, dass der FCM, ja, wissen wir alle, nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen wird und der HFC hoffentlich weiterhin in der dritten Liga, weil so denke ich, dass es auch am Ende kommen wird, egal wie das Spiel am Samstag ausgeht. Endlich spricht es mal jemand aus, dass der FCM natürlich nächstes Jahr in der zweiten Liga stehen wird. Ist denn solche Menschen wie Sören Bertram, fehlen die dem Fußball in Sachsen-Anhalt ein bisschen? Also Sören als Mensch definitiv, weil egal wo er gespielt hat und wie das Spiel auch ausgegangen ist in der Mixzone, man bekam immer eine ordentliche, auch druckbare Antwort. Und das ist halt in der heutigen Zeit nicht immer so, deswegen ist es definitiv ein Verlust. Was ich jetzt noch sagen kann, spannend ist ja die Frage, wenn Sören sagt, der FCM steigt auf, wann der FCM aufsteigt, ob es schon so weit ist, bevor der FCM nach Osnabrück muss oder ob es dann halt erst am Ende der Saison ist. Ich würde sagen, weit vorher, weiß nicht, was Sören da tippt. Ich hoffe natürlich am letzten Spieltag an der Bremer Brücke, dass wir da gemeinsam eine Aufstiegsparty feiern können. Wir haben da noch ein bisschen weiteren Weg zu gehen. Ich glaube, der FCM wird bis dahin schon, denke mal, dass die Mannschaft bis dahin schon auf Mallorca gewesen sein wird und das Ziel Aufstieg schon gefeiert haben wird. Von daher, ich glaube, da muss man kein Prophet sein, dass der FCM bis dahin schon aufgestiegen ist. Ja, aktuell, glaube ich, 20 Siege, 63 Tore, 2,28 Punkte. Letzte Niederlage im Oktober. Es läuft einfach für die Magdeburger und natürlich wird es dann vielleicht so sein, dass dann in Osnabrück die Meisterschale übergeben wird, aber Osnabrück dann den Aufstieg feiern kann. Wie wohl fühlen Sie sich da aktuell beim Team? In Osnabrück jetzt? Mhm. Ja, sehr wohl. Also wir haben eine gute Mannschaft, wir haben ein tolles Umfeld. Natürlich ist es ja auch bekannt, Bremer Brücke, ein tolles Stadion. Ich glaube, wir sind jetzt seit 9 Spielen ungeschlagen oder seit dem Jahr 2022 ungeschlagen, haben eine gute Serie, sind gut drauf, haben jetzt 2 schwere Spiele gegen Lautern und gegen Braunschweig und ich glaube, wenn wir die beiden erfolgreich gestalten, sieht es für uns auch nicht ganz so schlecht aus. Ihr Abschied aus Magdeburg, der war allerdings schwerer, würde ich sagen. Also man hat es ihn auch angesehen natürlich damals, wie nah Ihnen das gegangen ist. Hätten Sie sich denn aktuell in dieser Mannschaft jetzt überhaupt noch gesehen? Ja, doch, schon. Also ich meine, ich habe den Fußball unter Christian Tietz ja auch, also gerade mit dem Trainerwechsel zu Christian Tietz hat man ja gesehen, was in der Mannschaft drinsteckt. Ich habe da am Ende der Saison auch noch meinen Teil dazu beigetragen mit dem einen oder anderen Tor. Und dieser Ballbesitzfußball, dieses Offensive, das liegt mir auch total. Und von daher würde ich mich da schon auch noch drin sehen. Aber die Jungs machen es super, also von daher kann man da nichts sagen. Die Entscheidung der der Entscheidungsträger mit Ottmar Schork und Christian Tietz haben da die richtige Entscheidung getroffen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es war sehr, sehr
schwer, der Abschied, der fiel mir echt schwer. Manchmal hatten wir das auch angemerkt, weil ich mich in, oder meine Frau und ich uns in Magdeburg sehr, sehr wohl gefühlt haben. Und ja, bringt leider nichts, da zurückzublicken, sondern nur nach vorne zu blicken. Und ich drücke dem FCM auf jeden Fall eigentlich an jedem Spieltag die Daumen, gucke mir das immer sofort an, was der FCM gemacht hat. Und ja, durch euren vorigen Gast mit Tobi, ja, bin ich ja sehr, sehr gut befreundet. Und von daher, ja, quatschen wir da auch eigentlich fast jedes Mal nach dem Spiel und wünschen uns vorher immer viel Glück. Das sind auch sehr faire Worte, die man jetzt so hört. Ist es dann auch vielleicht der Umgang mit Christian Tietz, Otmar Schork und den Spielern? Was meinst du es denn? Ich könnte mir zumindest vorstellen, ich war ja bei den Gesprächen nicht dabei, aber dass der Austausch offen und ehrlich ist. Und Otmar Schork hat immer wieder betont zu uns, dass es halt klar kommuniziert wird, dass manche Entscheidungen auch, ich denke an Christian Beck, jetzt für die Fans nicht ganz so nachvollziehbar waren, aber die beiden Tietz und Schork es immer ordentlich begründet haben und am Ende der Erfolg gibt ihnen recht. Also was Sören auch sagt, der FCM gewinnt und dementsprechend ist Kritik jetzt erstmal ein bisschen schwieriger, auch wenn es natürlich schade ist, gerade dass Sören als auch ein Christian Beck nicht mehr das FCM-Trikot tragen. Sören, können Sie uns noch vielleicht erklären, was der Zauber von Christian Tietz ist, warum der so erfolgreich ist und den Aufschwung in Magdeburg wieder zurückgebracht hat, nach den Trainern, die es da leider nicht in der Reihenfolge geschafft haben? Ja, also davor, ich sag mal, vor Christian Tietz lief es ja überhaupt nicht. Also wir waren, glaube ich, vorletzter, wenn ich mich recht erinnere. Und er hat dann einfach eine Note reingebracht, die ich bis dahin auch im Profifußball nicht so erlebt habe. Also einen ganz, ganz klaren Plan vom Fußball. Geht mit den Menschen gut um, geht mit den Spielern gut um. Und aber auch gerade, ich meine, Stan hat es ja auch gerade schon angesprochen, Otmar Schork spielt da auch eine wichtige Rolle. Der hat immer gepredigt, dass wir als Mannschaft zusammenstehen müssen. Ihm war der Zusammenhalt sehr, sehr wichtig. Der hat ja eine andere menschliche Note so reingebracht, sage ich mal. Und ja, aber nochmal zu Christian Tietz, ein erstklassiger Trainer, der ja einen unfassbaren Fußball spielen lässt, wo man das auch jedes Mal im Training vermittelt bekommt, was er von einem will. Und ja, man sieht das einfach auf dem Platz oder in der Tabelle. Ja, es kommt nicht von ungefähr, dieser, ich sag mal, geile Fußball mit vielen, vielen Toren, viel Offensive und macht einfach Spaß zuzugucken. Also ich glaube, jeder FCM-Fan ist froh, dass Christian Tietz Trainer ist in Magdeburg. Sören, jetzt sieht man jede Woche diesen geilen Fußball, den du gerade ansprichst vom FCM. Aber was macht es Ihnen denn so schwer, denn auch wieder dieses System Tietz so zu entschlüsseln für euch Konkurrenten? Und am Ende gewinnt ja trotzdem der FCM immer in Anführungsstrichen diese Saison. Was macht es denn so schwer, diese Mannschaft zu knacken? Ich habe es bei unserem Spiel in der Hinrunde versucht. Also habe mich da mit unserem Trainer auch unterhalten drüber. Ich meine, wir haben es ganz gut gemacht, haben das Spiel lange offen gehalten. Ich glaube, am Ende dann hat Barisch noch kurz vor Ende den Elfmeter reingemacht, bis zum 2-1. Ja, Christian Tietz hat immer eine Lösung. Also wenn der Trainer vom Gegner das vielleicht mal kurz entschlüsselt, hat er da sofort dann einen Plan B. Und ja, ich erinnere mich da ganz gut an das Spiel letzte Saison in Meppen. Da waren wir in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut im Spiel. In der Halbzeit hat er uns dann 2-3-10 gezeigt und dann haben wir, glaube ich, in der 49. und in der 53. sofort Tore gemacht. Und da denkst du dann so als Spieler, boah, irgendwie steht da jemand draußen, der weiß, wie es geht. Und dann fängst du auch irgendwann dran zu glauben als Spieler. Und man merkt einfach dieses Selbstvertrauen oder dieses Selbstverständnis, was die Mannschaft und der Trainer zusammen entwickelt haben. Und ja, das ist einfach atemberaubend, wie das funktioniert. Selbstvertrauen kann aber natürlich auch der Hallesche FC mit an die Elbe nehmen. Sie haben ja in den letzten Aufeinandertreffen in Liga 3 immer relativ gut ausgesehen. Für den FCM ist es nicht mehr so gut gelaufen. Sie waren der letzte Siegtorschütze in einem Duell in Liga 3 gegen den Halleschen FC. Wie sehen Sie die Chancen für den HFC, da jetzt vielleicht auch dieses Spiel zu ziehen am Samstag? Ja, ich glaube, der HFC ist der klare Underdog in dem Spiel. Also ich glaube, dass sie die Rolle auch gerne annehmen. Ja, das Stadion wird sehr, sehr voll sein. Es ist ein geiles Spiel. Also da jeder Fußballer freut sich auf solche Spiele. Und gerade in der letzten Phase oder in der letzten Zeit hat man ja Spiele vor, weiß nicht, jetzt wahrscheinlich 20.000 Zuschauern nicht so häufig erlebt. Und die Jungs aus Halle werden sich wahrscheinlich auch sehr, sehr auf dieses Spiel freuen. Die wissen, dass sie die letzten drei Ligaspiele gegen Magdeburg gewonnen haben und ja, ich glaube, die haben in dem Spiel nicht zu verlieren und das wissen sie auch und vielleicht könnte das der große Pluspunkt sein. Das
denn so eine Underdog-Rolle, kann man die auch gut annehmen als Fußballteam und daraus vielleicht auch Kraft schöpfen? Also definitiv, und das, was Sören sagt, also dieses Jahr ist gefühlt ja jeder gegen den FCM Underdog und auch irgendwann reißt ja auch mal eine Serie und das könnte jetzt beim FCM auch nach dieser langen Siegesserie ja am Ende ausgerechnet im Derby sein, und es war auch in den Zeiten, wo der HFC so gut gespielt hat, noch vor dieser Serie gegen den FCM, dass dann der FCM der Außenseiter war und am Ende trotzdem die Spiele gewonnen hat. Ich denke da an die Ära unter Thorsten Ziegner. Und dann hat am Ende der FCM die Derbys gewonnen. Und deswegen halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass der FCM aufsteigt, aber beide Derbys verliert. Es fehlt eigentlich nur noch eine Frage, Sören Bertram. Gegen wen spielen Sie denn in der kommenden Saison? Hallescher FC oder 1. FC Magdeburg? Also ich hoffe natürlich gegen den FCM, das ist klar. Weil das heißt dann, dass wir auch aufgestiegen sind. Und ja, wäre schon schön, wenn ich nochmal in Magdeburg spielen dürfte vor vollem Zuschauerring. Das war ja, ich meine, bei unserem Spiel waren, glaube ich, knapp 10 oder 12.000 da, aber ja, vor ausverkauftem Haus da nochmal zu spielen, das wäre ganz, ganz toll. Ja, dann herzlichen Dank, Sören Bertram, dass Sie ja so früh auch am Morgen für uns zur Verfügung standen, aber als frisch gebackener Papa ist das Aufstehen ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile so früh normal, oder? Ich bin schon lange wach. Von daher, gefühlt ist bei mir schon Mittag. Nee, also alles gut, habe ich sehr, sehr gern gemacht. Und ja, ich hoffe, dass wir alle oder die Zuschauer ein schönes Spiel erleben am Samstag. Und ja, dann mit vielen Toren natürlich, und dann sind wir alle zufrieden. Ja, dann viel Erfolg erstmal für Sie und den VfL Osnabrück weiter in diesem Aufstiegsrennen in Liga 3 und ein schönes Nachsuchten dann des Duells in der Sport im Osten Elb in der Mediathek. Dankeschön, Sören. Das werde ich mir nicht entgehen lassen. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss. Stan, ja, jetzt nochmal aus deiner Sicht, welche Liga für welches Team ist nächste Saison angesagt? FCM ganz klar zweite Liga. Das, was Sören sagt, ist nur die Frage, wann es passieren wird. Beim HFC bin ich eigentlich auch überzeugt, dass sie weiter in der dritten Liga spielen werden. Und bei Sören ist wirklich vielleicht auch dieses Underdog-Thema gar nicht so schlecht. Also gerade spricht man immer nur von Kaiserslautern, von Saarbrücken, von Mannheim. Und Osnabrück robbt sich so von hinten so Stück für Stück ran, dass sie jetzt seit 9 Spielen nicht verloren haben. Bekommen die meisten gar nicht so mit, und am Ende ist es vielleicht die lachende Mannschaft, die zumindest noch den Sprung auf den Relegationsplatz schafft, und danach ist ja Osnabrück in der Relegation schon öfters mal dabei gewesen. Das heißt, die Mannschaft weiß, wie es geht, und dann vielleicht auch nächstes Jahr den FCM. Ich glaube, ja, Liga-intern müssen sich da noch ein bisschen, glaube ich, gegen Braunschweig durchsetzen, und Mannheim hat ja jetzt natürlich auch durch seinen Endspielmodus da ordentlich Fahrt nochmal aufgenommen, auch mit dem Sieg in Halle, denke ich mal. Das stimmt, also dieses Aufstiegsrennen, abgesehen vom FCM, was auch viele ja sagen, der FCM ist durch und wir gucken um Platz 2, ist jetzt immer noch mega spannend, und das sieht man ja Woche für Woche, mal patzen sie alle zusammen, am Wochenende haben sie viele hinten gelegen und trotzdem noch das Spiel gerissen. Also für den neutralen Zuschauer ist es definitiv eine der geilsten Drittligasaisons, die es gibt. Welche Überschrift möchtest du wählen nach dem Spiel am Samstag? Hast du da schon eine im Kopf? Ich würde auf jeden Fall erstmal ein friedliches Duell haben. Gerade in den heutigen Zeiten ist, glaube ich, Frieden ganz, ganz wichtig und keine schweren Verletzungen. Und dann denke ich mal, auch mit einem Unentschieden, was beide Mannschaften helfen würde, könnte ich leben. Aber wir warten ab. Herzlichen Dank, Stan Hornig, auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst zum Spio-Frühstück, um über dieses Sachsen-Anhalt-Duell zu sprechen. Auch da ist uns natürlich ganz, ganz doll freuen. Zu sehen ist das dann um 14 Uhr am Samstag live bei Sport im Osten. Mein Kollege Tom Scheunemann wird Sie aus dem Stadion begrüßen. Und wir sagen Tschüss aus Leipzig. Bis demnächst beim Spio-Frühstück. Tschüss.